Bequem in der Rückenlage, genau. Ein bisschen mit den Füßen winken. Leg deine Hände gern auf deinen Bauch. Und spür, dass du mit deinem Rücken und mit deinen Schultern und für deinen Nacken, mit deinem Hinterkopf jetzt für einen kleinen Moment erstmal entspannen kannst. Vielleicht auch besser, wenn die Füße aufgestellt sind. Prüf das mal für dich. Und fühle in deine Körperrückseite, so wie dein Rücken aufliegt. Entspannen dein Gesicht. Und lass bei jedem Atemzug ein Stück von deinen Spannungen, von den Anspannungen des Tages, die sich ganz natürlich entwickeln, sanft los. So dass dein Atem ganz frei, auch ja, wenn er bewusst ist, also du atmest ganz bewusst, aber er hat einen freien Fluss durch deinen Körper. Und so entsteht ein Gefühl von durchatmen können. Ein Gefühl von dich schön mit Sauerstoff und mit Prana, mit der Lebensenergie zu versorgen. Für diesen Moment entspann auch deinen Bauch und also für circa 5 Atemzüge bleibst du hier mit deiner Aufmerksamkeit bei der Bewegung deiner Bauchdecke. Und in dieser Ruhe kannst du vielleicht auch ein bisschen deinen Herzschlag spüren. Und in der Ausatmung nochmal weich werden. Öffne dann die Augen und bring die Beine in die Luft, die Arme in die Luft. Lass aber beides gebeugt. Das muss jetzt hier noch nicht so gedehnt werden. Es geht um unsere Gelenke, um die Fußgelenke und Handgelenke. Kreise sie ein bisschen in einem Muster, was für dich jetzt ganz spontan entsteht. Spiel damit. Also nur so ein bisschen wechseln. Und während du deine Füße kreist, können sich dann langsam gern deine Beine ein bisschen strecken. Du kannst die Hände zu ganz leichten Fäusten ballen. Deine Zehen mal krallen und mal spreizen. Gerade wenn es etwas kälter wird, sollen wir uns um die Gelenke nochmal intensiver kümmern. Das kannst du auch morgens im Bett machen. Ah, und merkst auch schon, wie vielleicht die Beine ein bisschen arbeiten. Atme tiefer ein und aus. Und dann schüttel so ein bisschen deine Beine, deine Arme und atme etwas stärker. Tief ein- und ausatmen. Nochmal tief ein und mit der Ausatmung beug deine Beine zu dir heran und fasse zu deinen Schienbeinen. Nimm und deine Stirn zu den Knien und roll dich ein paar Mal vor und zurück. 3, 4 Mal. Kreuze deine Unterschenkel und setze dich aufrecht hin. Kannst auch gerne noch etwas unter dein Becken legen, den Sitz vielleicht ein bisschen zur Seite bringen, die Schultern zurückreißen und den mit deinen Händen in Anjali Mudra vor deinem Herzen ankommen. Einen sanften Druck spüren, die Ellbogen leicht nach außen, sodass du jetzt noch mehr den Brustkorb zu deinen Fingern bewegst. Fühl in deinen Rücken, dass du jetzt nicht zu stark in ein Hohlkreuz gehst, sondern dir Länge schenkst. Länge auch im Nacken. Dann atme
bewusst, nimm diesen Moment wahr, so wie du jetzt bist. Und nimm dich ganz entspannt so an, wie du jetzt bist. Und dir das bewusst zu machen, so dass jetzt diese Stunde für dich wohltuend ist und du dir die Aufmerksamkeit, die du verdient hast, dir schenken kannst. Gerne kann hier eine Widmung für dich entstehen, ein Wunsch für dich. Und dann schiebe beim nächsten Einatmen langsam deine Arme nach oben, öffne die Hände. Mit der Ausatmung kommt deine rechte Hand zum Boden und wir neigen uns nach rechts. Und dreh die Nasenspitze Richtung Erde. Verankere hier nochmal deinen linken Sitzknochen und dreh den Brustkorb gerne so ein bisschen auf, sodass du das Gefühl hast, deine Lungen spannen sich schön auf, vor allem die linke Seite, die linke äußere Seite deiner Lunge. Atme hier nochmal für dich tief ein und mit der Ausatmung leg nach vorne deine Hand ab. Lass deine rechte Hand dazukommen, stell die Fingerkuppen auf. Mit der Einatmung länge deinen Rücken. Und mit der Ausatmung, falls du die Füße nicht geflext hast, flexe sie jetzt hier nochmal und geh so weit, wie es in diesem Moment in Ordnung ist, nach vorne. Das Kinn einrollen Richtung Brustbein. Und deinen Atem zum Rücken fließen lassen. In deine Ausatmung die Schultern entspannen. Komm dann mit den Händen zurück. Heb die Arme nach oben, einatmen. Und mit der Ausatmung leg deine linke Hand ab. Neig dich langsam nach links. Und um deinen Nacken zu entspannen, drehst du die Nasenspitze zur Erde. Den rechten Sitzknochen verankern. Und die Konzentration zu deiner rechten Seite, seitliche Lungenflügel und die kleinen Zwischenrippenmuskeln, die sich jetzt hier schön öffnen, sodass Raum für deinen Atem entstehen kann. Ein bewusster Einatmen nach rechts und mit der Ausatmung leg deine rechte Hand zur Mitte nach vorne ab. Lass die linke Hand dazukommen und stell deine Fingerkuppen auf. Länge deinen Rücken ein und nochmal ganz tief sinken. Roll dein Kinn ein. Ja, vielleicht jetzt einen Millimeter weiter als vorhin. Zu deinem Rücken ein. Atmen und in deiner Ausatmung deine Schultern entspannen. Komm langsam zurück, lauf mit deinen Händen hinter dein Becken und wechsle dein Bein. Streck den rechten Arm zur Seite aus, dreh den Arm nach innen, dann kommt die Schulter so ein bisschen vor. Und jetzt führe deinen Handrücken an deiner Wirbelsäule nach oben, so weit wie es geht. Deine linke Hand greift hinter deinem Rücken zu deinem Unterarm. Oder zu deinem Ellbogen. Schiebe deinen Hinterkopf etwas nach hinten und fühl die Länge, die im Nacken entsteht. Langsam neigst du jetzt dein linkes Ohr ganz langsam und achtsam nach links. Die Zunge bleibt an deinem Gaumen entspannt. Fühl, was dein Atem bewirkt, was vielleicht auch an Veränderungen steht in deiner Schulter. Ich kann es auch spüren, dass ja, also diese Atemhilfsmuskeln oben an deinen Schlüsselbeinen ein bisschen mitbewegen. Dass die Schultern so ein bisschen hochgezogen werden. Und wenn du ausatmest, sich die Schultern zur Erde nach unten entspannen. So, bring langsam deinen Kopf zur Mitte zurück
Löse deine Arme hinterm Rücken und streck den linken Arm zur Seite aus. Ja, links, du drehst den Arm ein und nimmst auch wahr, wie deine Schulter jetzt hier einrollt. Führe jetzt deinen linken Handrücken an die Wirbelsäule und stütze dich mit deiner rechten Hand am Unterarm. Stütze den linken Unterarm oder greif zu deinem linken Ellbogen. Gut. Wir nehmen unser Kinn etwas zurück, längen die Halswirbelsäule mit dem Einatmen und in der Ausatmung, es muss nicht viel sein, geht dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter. Lass den Kiefer entspannt. Vertief die Atmung und fühle die Bewegung, die in deinen Schultern entsteht. All diese inneren Verbindungen in deinem Körper, in deinem Atem, die du auch immer wieder durch dein Bewusstsein zur Ruhe bringen kannst. Komm mit deinem Kopf zurück zur Mitte, löse deine Arme, strecke beide Beine nach vorne aus. Füße sind leicht herangezogen. Nimm die Arme nach oben in deiner Einatmung, die Schultern sind tief. Und mit der Ausatmung die Füße zu dir heranziehen, eine leichte Vorwärtsbeuge. Das Kinn einrollen. Den Rücken gern rund machen. So dass du hier wieder die ganze Konzentration zum Atem bringen kannst. Und während deiner Ausatmung deine Kniekehlen Richtung Boden schiebst. Bitte nicht einfach nur machen, sondern bewusst auf deine Ausatmung warten. Also hör dich einatmen. Und wenn die Ausatmung beginnt, erst danach beginnst du, die Kniekehlen zur Erde zu drücken. Noch einmal einatmen, gerne ein bisschen die Kniekehlen lockern. Ausatmen, streck die Beine noch mal ein bisschen durch. Und den Bauchnabel nun nach innen, heb deine Arme ein und mit der Ausatmung löse deine Arme zur Seite. Kreuz gern die Beine und komm so in den Vierfußstand oder über die Seite und platziere deine Hände unter deinen Schultergelenken, Knie unter deine Hüftgelenke. Den Bauchnabel einsaugen, dein Uddiyana Bandha setzen dadurch. Und mit der Einatmung streckst du dein rechtes Bein. Ausatmend nimmst du dein Knie zur Stirn und rundest dich. Einatmen, geh in die Länge. Bleib frei in deinen Schlüsselbeinen. Ausatmen, werde rund. Einatmen. Und leg dein Knie ab. Der Bauchnabel geht nach innen. Einatmen, linkes Bein strecken. Ausatmen, Knie Richtung Stirn. Einatmen, komm in die Länge. Ausatmen, rund. Arme gestreckt lassen, einatmen. Und dein Knie zum Boden. Lass den Atem fließen. Drück deine Fingerkuppen wie Saugnäpfe in die Erde. Stell die Zehen auf und drück sie ebenfalls fest in die Erde. Heb die Knie ein kleines bisschen an. Konzentriere dich auf einen Punkt mit deinem Blick und atme jetzt noch stärker im Ujjayi. Spür die Saugnäpfe, wie du sie zum Boden drückst. Der Daumen drückt dabei ganz leicht zu deinem Zeigefinger. Und die restlichen vier Finger drehen so ein bisschen zu deinen Daumen. Daumen zu den Zeigefingern und die restlichen vier Richtung Daumen. Und von hier schieb dich zurück in einen ersten kleinen herabschauenden Hund. Und dann guckst du hier mal kurz zu deinen Füßen, dass sie nicht geschlossen sind, sondern dass ein breiter Fuß von dir Platz hätte. Und dann guckst du nicht mehr zu deinen Füßen, sondern ja, nach unten zum Boden. Die Ohren zwischen deine Arme und die Fersen gehen langsam auf und ab. Komm wieder in deinen Ujjayi-Atem.
Und nimm jetzt hier einmal beide Fersen weit nach oben, beug die Knie einatmen und mit der Ausatmung lege die Fersen so gut es geht Richtung Boden ab. Einatmen, Fersen kommen hoch, ausatmen, erden. Und dann kommen die Fersen hoch und du rollst mit deinen Schultern über deine Handgelenke. Streck jetzt dein rechtes Bein aus, leg den Fußrücken ab. Streck dein linkes Bein aus und leg ebenfalls den Fußrücken ab. Ja, falls es zu viel ist, leg die Knie ab und komm immer wieder so ein bisschen mit den Knien hoch. Ansonsten schaukeln wir hier von links nach rechts über unsere Fußrücken. Bleib im Ujjayi mit dem Blick konzentriert und halte innerlich deinen Fokus. So, finde dann hier die Mitte, stell die Zehen auf und schieb dich zurück zum herabschauenden Hund. Ja, nochmal ein bisschen gehen. Es kann sein, dass sich die Gelenke ein bisschen freier anfühlen. Und von hier lauf jetzt langsam zu deinen Händen vor. Lass dich über deine Beine entspannt sinken mit deinem Oberkörper. Höre deinen Ujjayi-Atem und gib Druck mit deinen Füßen in die Erde. Roll dich hier auf, nimm die Arme hoch. Blick zu deinen Händen in den Berg. Und dann geht der Bauch nach innen. Deine Hände kommen zum Herzen. Und die Hände lösen. So, dreh die Handflächen nach vorne. Komm an. Leicht beugen und in die Vorwärtsbeuge fließen. Setz deinen rechten Fuß jetzt zurück und komm zum herabschauenden Hund. Atme im Ujjayi und beug die Knie hier ein kleines bisschen, so dass dein Becken etwas mehr nach oben Richtung Decke streben kann. Deinen Rücken längst. Und dann in deiner Ausatmung die Fersen Richtung Boden sinken. Setz deine Bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha und fließ zum Brett. Einatmen. Mit der Ausatmung halt die Arme am Körper und sink in die Bauchlage. Lass die Schultern zurück. Nimm ein Bein nach dem anderen, ein bisschen mehr nach hinten raus. Dein Schambein zur Erde. Und dann heb dich in die Cobra. Einatmen und mit der Ausatmung schiebe dich Richtung Fersen oder direkt nach oben zum herabschauenden Hund. Nimm deinen rechten Fuß vor zu deinen Händen. Komm mit dem linken Fuß mit nach vorne. Uttanasana. Füße drücken in die Erde. Einatmen, heb deine Arme, die Schultern tief. Hände zum Herzen ausatmen und löse die Hände. Einatmen, die Arme hoch in den Berg, Knie gebeugt, Uttanasana ausatmen. Einatmen, komm mit dem linken Fuß zurück und mit dem rechten Fuß zum herabschauenden Hund. Setz deine Bandhas, lausche deinem Ujjayi-Atem. Und lenke hier jetzt deinen Atem bewusst zum Brustkorb. Dazu musst du bei jeder Ausatmung immer wieder so ein bisschen den Bauchnabel nach innen ziehen. In der nächsten Einatmung fließen wir zum Brett. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen in deine Kobra. Und deinen Weg in den herabschauenden Hund. Nimm den linken Fuß vor, folge mit deinem rechten Fuß, Uttanasana, beide Füße drücken in die Erde. Und jetzt setz dich von hier tief, Utkatasana.
Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, nimm deinen rechten Fuß zurück. Ausatmen, komm zum herabschauenden Hund. Kommen vor in das Brett. Ein, ausatmen, Chaturanga. Einatmen zur Kobra. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Bring deinen rechten Fuß zu deinen Händen. Nimm die Arme nach oben, atme ein. Und in der Ausatmung den Bauchnabel nach innen. Sink vielleicht ein bisschen tiefer in dein rechtes Bein und spür dabei deinen unteren Rücken, sodass es immer noch in Ordnung ist. Mit der Ausatmung sinken wir mit dem linken Knie Richtung Erde. Einatmen, streckst du dein Bein wieder aus. Ausatmen, sinken. Einatmen, hoch. Ausatmen, atme ein. Mit der Ausatmung leg die Hände ab. Verkleinere den Schritt, heb das linke Bein in die Standwaage. Die Hände gehen ein bisschen vor. Mit der Ausatmung Knie Richtung Stirn in den Storch. Standwaage, einatmen, länge dich. Ausatmen, rund werden. Einatmen. Und der Fuß kommt vorne neben deinen rechten. Entspann deinen Oberkörper über dein Bein. Einmal den Rücken gerade einatmen. Tief ausatmen, Uttanasana. Setz dich in Utkatasana, heb die Arme ein. Alles ausatmen, Uttanasana. Mit der Einatmung nimm den linken Fuß zurück. Ausatmen, zwei starke Arme, herabschauender Hund. Einatmen, fall in das Brett. Chaturanga, ausatmen. Einatmen, Kobra. Und in den herabschauenden Hund ausatmen. Bring deinen linken Fuß vor. Heb die Arme nach oben ein. Dhyana Bandha setzen, ausatmen, geht tiefer. Nochmal Länge in die Arme einatmen. Ausatmen, sink mit dem rechten Knie Richtung Boden. Einatmen, streck dein Bein. Ausatmen, sinken. Rechtes Bein strecken ein. Ausatmen, geht tief. Einatmen, ausatmen, Hände zum Boden. Und dann lass deinen Atem fließen. Komm in die Standwaage. Schieb hier die Schultern weg von deinen Ohren. Werde frei im Nacken. In der Ausatmung Knie zur Stirn rund werden. Einatmen, länge dich. Ausatmen, Knie zur Stirn. Einatmen, ausatmen. Und nochmal einatmen. Der Fuß kommt nach vorne. Atme aus. Einmal deinen Rücken gerade ein. Tief ausatmen, Uttanasana. Wir setzen uns tief, Utkatasana, ein. Ausatmen, Bauch auf die Oberschenkel, langsam die Beine strecken. Einatmen, Rücken gerade. Ausatmen, dein rechter Fuß geht zurück. Einatmen in das Brett. Chaturanga, ausatmen. Ein, heb dein Herz, Kobra oder hinaufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Rechtes Bein geht in die Luft, dreibeiniger Hund. Einatmen, ausatmen, Fuß vor zu den Händen. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, Hände zur Erde. Brett, ein, ausatmen, Chaturanga. Heb dein Herz, einatmen, ausatmen, herabschauender Hund. Nimm die Fersen jetzt hoch, beug die Knie und lauf mit rechts oder spring zu den Händen. Den Rücken gerade einatmen, ausatmen, Uttanasana. Setz dich tief, Utkatasana. Bauch auf die Oberschenkel, Uttanasana. Ein, Rücken gerade.
Ausatmen, linker Fuß zurück. Einatmen, das Brett spann dich auf, die Schultern zu den Fersen. Chaturanga aus. Heb dein Herz, atme ein. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Linkes Bein geht in die Luft, einatmen. Ausatmen, der Fuß zu den Händen. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, Hände zur Erde. Brett und Chaturanga ausatmen. Schultern weich, heb dein Herz und fließ zum herabschauenden Hund. Nimm die Fersen hoch, beug die Knie und spring oder lauf mit links vor. Gerader Rücken ein, ein langer Ausatmen, Uttanasana. Dann komm hoch, heb die Arme, nimm den Bauch nach innen, lehn dich so weit, wie es angenehm ist, zurück, einatmen, ausatmen, Uttanasana. Ein, der Rücken gerade, tief ausatmen, Uttanasana. Mit dem rechten Fuß zurückkommen und den linken Fuß dazu, herabschauender Hund, bleibe und spür deinen Ujjayi-Atem. Beide Hände ausgeglichen war auf der Erde, den Blick zum Boden, deine Ohren ungefähr zwischen deinen Armen. Fließ jetzt mit der kommenden Einatmung eine Welle vor in das Brett. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, die Arme am Körper, dein Herz heben. Ausatmen. Einatmen, ausatmen, dein Fuß kommt zu den Händen. Einatmen, heb die Arme mit deinem linken Knie zum Boden und leg ihn ab. Nimm deine Hände zum Herzen und dreh nach rechts. Der linke Ellbogen kommt an die Außenseite. Entspann die Schultern, schenk dir Länge mit der Einatmung im Nacken. Und drück ausatmen mit deinem Ellbogen außen gegen dein rechtes Bein. Noch einmal. Atmest ein, gehst in die Länge. Und drückst sanft gegen dein Bein ausatmen. Und nimm jetzt deine Hände zur Erde. Heb dein linkes Knie. Und setz den rechten Fuß zum herabschauenden Hund. Mula Bandha setzen. Komm in das Brett, einatmen, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heb dein Herz, ausatmen, zum herabschauenden Mund. Deine Hände gleichmäßig in die Erde, heb dein linkes Bein, einatmen, ausatmen, der Fuß zwischen deine Hände. Einatmen in einen leichten Krieger 1. Lass deinen Atem für dich fließen. Spüre dich, den Nacken. Sink gerne noch mal ein bisschen dein linkes Knie. Und jetzt sinke auch mit deinem rechten Knie zum Boden. Bring deine Hände zum Herzen und drehe leicht nach links. Fühle mit deiner Einatmung den ganzen Nackenbereich. Mach dich frei. Und mit der Ausatmung gib etwas Druck gegen dein Bein. Einatmen, frei werden in den Schultern. Ausatmen, dreh gerne ein bisschen weiter. Und dann komm mit deinen Händen zurück zur Erde. Heb mit deiner Einatmung dein rechtes Knie. Ausatmen zum herabschauenden Hund. Einatmen zum Brett fließen. Ausatmen, Chaturanga. Weich werden im Herzraum. Kobra hinaufschauender Hund. Ausatmen zum herabschauenden Hund. Jetzt bring den rechten Fuß vor. Komm mit dem linken Fuß nach vorne. Uttanasana.
Aber den Rücken gerade, streck die Beine noch mal ein bisschen durch, wenn du magst. Und geh tiefer in die Vorwärtsbeuge, ausatmen. Roll dich auf. Bauchnabel geht nach innen. Lass den Atem fließen und so, wie es für dich angenehm ist, lehn dich zurück, sodass an deiner Körpervorderseite eine angenehme Länge entsteht. Mit der nächsten Ausatmung beug die Knie, komm in die Vorwärtsbeuge. Mach den Rücken gerade, einatmen, die Schultern weich. Ausatmen, entspann den Rücken, Uttanasana. Einatmen, linker Fuß zurück. Und komm zum herabschauenden Hund. Das Becken weit hoch, Länge im Rücken. Die Fersen sinken ein bisschen zur Erde. Konzentriere dich auf dich, atme. Und spüre dich auch in deinen Armen, in den Schultern frei. Mit Mulabandha gesetzt, fließen wir zum Brett. Einatmen. Ausatmen, Chaturanga. Die Arme am Körper, heb dein Herz. Ausatmen, komm zum herabschauenden Hund. Und dann heb gerne ein rechtes Bein oder komm direkt mit dem Fuß zwischen deine Hände. Mit der Einatmung heb die Arme in einen leichten Krieger 1. Mit der Ausatmung sink etwas tiefer in dein rechtes Bein. Und jetzt führe deinen rechten Arm nach hinten zu deinem linken Oberschenkel. Fühle, wie du dich nochmal in deiner linken Seite, streck den linken Arm nochmal etwas weiter nach oben aus. Und mit der Ausatmung lehn dich so weit zurück, wie es für dich angenehm ist. Führe auch deinen linken Arm etwas zurück. Und schau nach vorne zum Boden. Atme. Nochmal einatmen. Und mit der Ausatmung fächere deine Hände zum Boden und leg dein linkes Knie ab. Leg auch den Fußrücken ab. Greife mit deiner rechten Hand zu deinem linken Ellbogen. Und nun führe dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter, sodass die linke Nackenseite gedehnt wird. Bewahre dir die Tiefe in deinem Atem. Und sink hier nochmal ein bisschen tiefer, sodass die linke Leiste sich öffnen kann. Der Kopf geht zurück. Heb die Arme einmal nach oben, einatmen. Ausatmen, Hände zur Erde. Einatmen, das linke Knie heben. Ausatmen, herabschauender Hund. Und dann auf der nächsten Atemwelle fließt du vor. Chaturanga, komm zum Boden. Kobra ein und in den herabschauenden Hund fließen. Den Atem spüren. Und dann, wenn du magst, heb dein linkes Bein oder setz den Fuß direkt zwischen deine Hände. Wir heben die Arme, ein leichter Krieger 1, einatmen. Ausatmen, die Schultern entspannen, Uddiyana Bandha setzen. Geh tiefer in dein linkes Knie. Jetzt kreise deinen linken Arm nach hinten zu deinem rechten Bein. Geh nicht zu tief, sondern schenk dir hier erst nochmal ganz viel Länge. Streck den rechten Arm. Dehn dich aus. Und dann langsam, ganz bewusst mit deinem Blick auf einen Punkt fixiert, kannst du dich gerne etwas zurücklehnen. Spreiz die Finger deiner rechten Hand auf. Konzentriere dich auf dich. Dann atme hier nochmal ein. Ausatmen, die Hände zur Erde. So, falls die Zehen vorne krampfen, entspannen sie nochmal. Also falls sie krallen, schau, dass die Zehen hier nochmal schön gerade sind. Leg dein rechtes Knie und den Fußrücken ab und richte dich auf. Greif mit deiner linken Hand zu deinem rechten Arm. Schieb den Kopf zurück und leg nun hier angenehm den Kopf nach links.
Fühl die Einatmung, länge dich in der rechten Seite. Und mit der Ausatmung sinkst du ein bisschen tiefer, lass die rechte Leiste etwas weiter werden. Hör deinen Ujjayi. Und bring deinen Kopf langsam zur Mitte zurück. Heb die Arme mit einer tiefen Einatmung. Ausatmen, die Hände kommen zur Erde. Einatmen, heb dein rechtes Knie und setze jetzt den linken Fuß in den herabschauenden Hund. Die Schultern gehen hoch zum Becken. Du setzt in deiner Ausatmung Uddiyana Bandha. Fließ zum Brett, einatmen. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heb dein Herz. Und in der Ausatmung komm zum herabschauenden Hund. Setz den linken Fuß vor und deinen rechten Fuß nach vorne. Uttanasana. Einatmen, richte dich zum Berg auf. Ausatmen, ankommen. Lass die Hände zum Herzen. Dann löse deine Hände und schau auf einen Punkt. Wir gehen in den Tänzer. Zuerst ist links unser Standbein. Beuge dein rechtes Bein und greife entweder von innen oder von außen nach deinem Fuß. Setz dein Mula Bandha und nimm dich aus dem Hohlkreuz ein bisschen raus. So, bleib mit deinem Blick fokussiert, heb den linken Arm und nun drück langsam deinen Fuß in deine Hand. Je höher dein Knie kommt, desto tiefer geht dein Oberkörper. Schau mal, wie weit du jetzt hier in deinen Tänzer gehen möchtest. Bring es zum rechten Bauch und setz dann deinen rechten Fuß ab. Einmal tief durchatmen mit geschlossenen Augen. Entspann dabei die Schultern und öffne jetzt die Augen. Komm auf deinen rechten Fuß mit deinem Gewicht und greife nach deinem linken Fußrücken, von innen oder von außen. Gut, den Bauchnabel nach innen, kipp dein Becken etwas zurück und schau auf deinen Fokuspunkt, den Drishti. Der rechte Arm geht hoch, drück nun sanft in deine Hand, lass einen angenehmen Tänzer für dich entstehen und spür dabei deinen Atemfluss. Nochmal einatmen und langsam mit der Ausatmung löse dich. Wenn nötig, setz ab oder bring dein linkes Bein nach vorne zu deiner linken Bauchseite und stell dann den Fuß ab. Augen schließen, in der Körpermitte stabil bleiben. Tief einatmen und die Schultern entspannen mit der Ausatmung. Und drehst die Handflächen leicht nach vorne, sodass auch die Schultern ausgedreht sind. Und von hier heb deine Arme in den Berg ein. Ausatmen, fließe in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, nimm den rechten Fuß weit zurück. Ausatmen, komm zum herabschauenden Hund und in deinen tiefen Ujjayi-Atem. Mit der nächsten Einatmung fließ zum Brett. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heb dein Herz. Und mit der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund. Das rechte Bein heben, einatmen. Ausatmen, bring den Fuß zwischen deine Hände. Einatmen, nimm die Arme nach oben, ein leichter Krieger 1. Ausatmen, sink tiefer. Dann komm von hier
Mit deinen Händen zum Herzen beug dich etwas vor. Drehe nach rechts den linken Ellbogen an die Außenseite. In der Einatmung mach den Nacken frei. Mit der Ausatmung drück gegen dein Bein und dreh ein Stückchen weiter. Lass den Kiefer dabei entspannt. Nochmal in die Länge gehen für die Wirbelsäule. Und ausatmen, drehen. Leg die Hände jetzt zum Boden ab. Und strecke beide Beine durch. Komm mit den Händen jetzt ein bisschen zurück. Heb deine rechte Fußsohle vorne, sodass du jetzt hinten auf deinen Fußballen bist, vorne auf der Ferse. Entspann deinen Nacken und sink ausatmend zu deinem rechten Bein. Nochmal die Beine schön strecken, einatmen, ausatmen mit dem Oberkörper über dein Bein. Und dann leg die Fußsohle zurück, wandere mit den Händen etwas vor und leg dein linkes Knie ab. Lass den Fuß gern hinten aufgestellt, stütz dich mit deiner rechten Hand hier auf deinem Oberschenkel ab und beuge jetzt dein linkes Bein. Greif von außen oder von innen nach deinem Fuß und dann dreh dich hier mit deinem Brustkorb nach vorne zurück. Die Schulterblätter wollen zueinander, wie zwei Aufzugstüren, die sich schließen. Mit der Einatmung weite deinen Brustkorb. Mit der Ausatmung bring einfühlsam deine linke Ferse ein bisschen näher zu deinem Gesäß. Nochmal einatmen. Mit der Ausatmung klapp deinen linken Fuß. Einatmen, fließ ins Brett. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, dein Herz heben. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Ein, das linke Bein geht hoch. Ausatmen, stell den Fuß zwischen deine Hände ab. Einatmen, heb die Arme. Mit der Ausatmung Uddiyana Bandha setzen. Sink tiefer in dein linkes Knie. Spür nochmal, wie du dein rechtes Bein ausstreckst. Und nimm die Hände zum Herzen. So, dreh langsam nach links. Du brauchst jetzt wieder alles, dein Drishti, die Kraft in deinen Beinen, vor allem im rechten Bein. Und dann länge deinen Nacken in der Einatmung. In der Ausatmung drück sanft gegen dein Bein, einfühlsam. Und dreh weiter. Komm in deinen Ujjayi. Mal einatmen. Ausatmen, leg die Hände ab. Streck nun beide Beine durch und komm mit den Händen ein bisschen zurück, sodass du im Nacken frei bleiben kannst. Heb die linke Fußsohle, spür, wie du die Beine streckst und leg dich jetzt sanft mit deinem Oberkörper über dein linkes Bein in der Ausatmung. Also nochmal mit dem Atem bewusst einatmen, die Beine sind stark. Ausatmen, die Schultern entspannen, du beugst dich über dein Bein. Atme hier nochmal lang aus. Und jetzt beug oder leg die Fußsohle ab und dein rechtes Knie. Stütz dich mit der linken Hand auf dem Oberschenkel und beug dein linkes Bein. Greif nach dem Fuß. Und durch das Greifen drehen wir hier automatisch etwas nach rechts. Die Idee ist aber, dass wir uns hier mit dem Brustkorb wieder nach vorne drehen. Einatmen, Schultern weich werden lassen, ausatmen, sink tiefer und langsam die rechte Ferse Richtung Gesäß bringen. Fühl in dich hinein, wo es ein Loslassen braucht.
Der linke Fuß drückt in die Erde, er schenkt dir Stabilität. Dein Blick schenkt dir Stabilität. Und in der Hüfte lässt du los. Und langsam klappt den Fuß um, bereit, um ihn wieder aufzustellen. Bring die Hände gespreizt, mit gespreizten Fingern zur Erde. Einatmen, heb das rechte Knie. Ausatmen, herabschauender Hund. Bleib hier nochmal tief ein zum Brustkorb. Ausatmen, Fersen Richtung Erde. Mit der Einatmung kommen wir ins Brett. Ausatmen, Chaturanga. Dann schieb hier deine Beine ein bisschen raus. Kreise deine Schultern zurück und beuge beide Beine für den Bogen. Und die Hände zu deinen Füßen. Setz dein Mula Bandha und dann fühl in deinen Nacken hinten, dass du hier wenig Falten schlägst. Und schiebe die Füße gleichmäßig in deine Hände. Atme. Mal einatmen. Ausatmen. Löse. Und nimm deine Hände unter deine Stirn. Entspann dein Gesäß, entspann den Rücken und deine Schultern. Nimm nun deine Hände neben deine Rippen. Stell die Zehen auf, halt die Ellbogen am Körper und komm in den herabschauenden Hund. Rechter Fuß geht zu deinen Händen, einatmen. Mit dem linken Fuß nach vorne. Uttanasana. Spür den Druck deiner Füße in die Erde. Komm zum Berg. Einatmen. Und fließ direkt. Ausatmen. Uttanasana. Ein. Nimm den linken Fuß zurück. Und komm zum herabschauenden Hund. Der Bauchnabel nach innen, dein Atem fließt zum Brustkorb. Und in der Einatmung fließen wir zum Brett. Chaturanga, ausatmen. Einatmen, dein Herz heben. Ausatmen, komm zum herabschauenden Hund. Bring jetzt deinen rechten Fuß zu deinen Händen. Mit deiner linken Hand ganz nah innen an deinem Fuß. Leg deine rechte Hand auf die Schulter, kreise sie zurück, schraub dich hier nach rechts auf und jetzt heb deinen rechten Arm in die Luft. Fühl jetzt mal deinen linken Arm. Wir haben ganz am Anfang eingedreht. Das wollen wir nicht. Wir wollen genau das Gegenteil. Also falls er jetzt eingedreht ist, schraub den Arm aus und werde hier nochmal ganz weit. Drück die Füße in die Erde mit der Einatmung. Und sink noch mal ein bisschen tief in dein rechtes Bein mit der Ausatmung. Einatmen, die Arme schön aufspannen. Ausatmen, nimm die rechte Hand außen an den Fuß. Stell den linken Fuß für das Dreieck schräg und dann fließe in das Dreieck. Streckst dein rechtes Bein aus, hebst den linken Arm. Komm mit deiner rechten Hand gerne ein bisschen weiter zurück. Schraub den Arm aus, wir wollen nicht eingedreht haben, ausgedreht. Und dann fühl deine linke Fußaußenkante. Stell dir vor, wie du jetzt mit deinem, nicht nur stellst dir vor, oder komm mit deinem Daumen Richtung Ohr und von hier streck den Arm über den Kopf nach vorne. Atme. Ja, und auch hier mach den Raum frei für deinen Atem in deiner linken Taille. Nochmal einatmen. Ausatmen, langsam dein rechtes Bein beugen. Nimm die Hand zur Erde und setz deinen rechten Fuß zum herabschauenden Hund. Fließ in das Brett ein. Ausatmen, Chaturanga. Beide Schultern gleich stabil, Kobra, hinaufschauender Hund.
Mit der Ausatmung fließt du zum herabschauenden Hund. Bring jetzt deinen linken Fuß zu den Händen. Deine rechte Hand ganz nah innen an deinen Fuß. Und die linke Hand auf die Schulter. Kreise sie zurück, schraub den rechten Arm aus, spann die Arme auf und fühl die Kraft in deinen Beinen. Nochmal, in der Einatmung beide Beine stark. Ausatmen, lass sie stark, aber sink ein bisschen tiefer in dein linkes Knie. Und dann nochmal die Arme schön öffnen. Einatmen, ausatmen, die linke Hand außen an deinen Fuß. Dreh den rechten Fuß aus, knapp 90 Grad für dein Dreieck. Und öffne in Trikonasana. Gut, wenn nötig, komm mit deiner linken Hand etwas zurück. Schiebe dein Becken etwas vor. Dreh deinen linken Arm aus. Auch hier wollen die Arme nicht eingedreht, ausgedreht. So, und dann komm mit deinem rechten Daumen zum Ohr. Drück den rechten Fuß mit der Außenkante nochmal in die Erde. Und von hier länge dich. Nimm deinen rechten Arm parallel über den Boden nach vorne. Und die Schultern zum Becken. Die Schulterblätter schieben zum Gesäß. Und deine Beine sind stark. Und du atmest ganz frei für dich. Nochmal einatmen. Und mit der Ausatmung beugst du langsam dein linkes Bein. Nimm deine Hände zur Erde. Und setz den linken Fuß zum herabschauenden Hund. Nochmal die Hände spüren. Schieb dich nach hinten hoch mit deinem Becken. Und die Ohren zwischen deine Arme. In der Einatmung komm in das Brett. Dein Nacken ist lang. Setz dein Mula Bandha und schieb dein Schambein zur Erde. Dadurch lenkst du den unteren Rücken ein bisschen. Und dann heb dich aus der Kraft deiner Körperrückseite. Halte die Beine gestreckt, nicht gebeugt. Atme gleichmäßig. Und dann langsam leg die Beine ab, nimm die Hände etwas vor, komm zur Sphinx mit deinen Ellbogen unter deinen Schultern, spreiz die Finger auf, dann lass einmal hier dein Kinn zum Brustbein sinken und entspann dein Gesäß. Fühl in den Körper hinein, wo dein Atem für dich wahrgenommen werden kann. Ja, und fühle, wo du im Körper loslassen möchtest mit deinem Atem. Dann gib etwas Druck in deine Ellbogen und dein Schambein bewusst wieder etwas stärker zur Erde. Und wenn eine Hand an deinem Hinterkopf liegt, drückst du sanft mit deinem Hinterkopf in diese Hand und bringst den Blick nach vorne. Fühle nun dein Brustbein und lass hier die Energie deines Atems Prana zu deinem Herzen fließen. Auch für dich zu spüren, wie dein Umgang mit dir ist, wie du noch achtsamer mit dir werden kannst. Beobachte, ohne eine Wertung, nur fühlen, mit einem sanften inneren Blick.
Dann lass dich langsam nach unten sinken. Den Ellbogen raus. Und wenn du magst und es dir gut tut, darf dein Becken ein bisschen hin und her schaukeln. Bring die Hände neben die Rippen, stürz dich in einen Vierfußstand und komm hier so ein bisschen mit deinen Füßen zurück, damit du genug Platz hast für ein schmelzendes Herz. Und die Arme nach vorne, Stirn Richtung Boden. Und probier gerne aus, wie es ist, wenn du die Arme etwas weiter hast vom Abstand. Oder ob du vielleicht eher so in ein Kind, Richtung Kind gehen möchtest. Drück die Hände in die Erde. Und einfühlsam bewegst du dein Becken von deinen Händen nach hinten etwas weg. Und lässt so eine Enge in der Körpervorderseite entstehen. Und die Körpervorderseite, die für die Zukunft steht, für das, was vor uns liegt. Dass wir mutig, vertrauensvoll annehmen. Mit einem freien Körper. Indem wir hier schon mal die Energie zum Fließen bringen. Beginne jetzt von deinem Steißbein her dich einzurollen. Nimm die Hände wieder etwas zurück, sodass du dich in den Schultern entspannen kannst. Heb die Unterschenkel und kreuze sie, setz dich so hin oder komm über die Seite zum Sitzen für eine Grätsche. So, statt der Grätsche kannst du auch hier in die Sternhaltung in Tadasana gehen. Die Füße etwas zu uns heran. Bringen die Arme nach oben, so weit wie nötig. Einatmen und aus deinem Becken kippst du nach vorne. Leg die Hände ab, wenn du merkst, dass der Rücken rund wird. Verbinde dich mit deinem Atem. In der Einatmung gehen wir in die Länge. Das Kinn bleibt aber Richtung Brustbein ausgerichtet. In der Ausatmung sinken wir etwas tiefer. Dann komm dahin, wo es für dich jetzt passt. Für 5 Atemzüge ganz in deinen Ujjayi eintauchen. Und auch hier schau, dass die Arme nicht eingedreht sind. Bleib weich und frei im Nacken mit leicht ausgedrehten Armen. Ein langer Ausatmen. Komm mit den Händen langsam zurück. Und greif zu deinen Kniekehlen. Stell die Füße auf, so dass du dich jetzt gemütlich in die Rückenlage legen kannst. Leg deinen Rücken so ab, dass er in seinen natürlichen Kurven bleibt, also die natürlichen Kurven sind, dass dein unterer Rücken ein bisschen im Hohlkreuz ist. Und deine Halswirbelsäule auch ein bisschen im Hohlkreuz, aber nicht übertrieben. Also da wollen wir vielleicht doch ein bisschen Länge hineinbringen, vor allem wenn wir Nackenverspannungen haben. So, du kannst auch gerne ein Kissen unter deinen Kopf legen für das Nadelöhr. Heb deinen rechten Fuß, flexe ihn. Jetzt dreh dein rechtes Bein aus und leg die Fußaußenkante mittig auf deinen linken Oberschenkel. Greif durch, deine rechte Hand vom Bauch wie ein Faden zu deinem linken Bein.
Bewahre die Länge im Nacken. Einatmen. Ausatmen. Gerne ein bisschen intensiver die Dehnung spüren, indem du das Bein heranziehst. Ja, es kann auch sein, dass du dein linkes Bein ausstrecken willst. Ja, wenn hier nichts mehr spürbar ist, kannst du auch gerne zu deinem linken Fuß greifen. Roll dich mit deinem Steißbein zum Boden zurück, wenn du beobachtest, dass du aufrollst. Und dann komm an, so wie es jetzt ist. Zufrieden atmen. Dabei innerlich entspannen. So, lösen langsam. So, streck die Beine aus und wandere für einen liegenden Halbmut mit dem Kopf erstmal nach links, mit den Füßen nach links, aber du kippst nicht auf die linke Seite, das ist jetzt wichtig. Du kannst dich mit den Ellbogen abstützen, die Wirbelsäule ein bisschen nach links neigen. Leg ein Bein über das andere. Ja, für mich persönlich ist es am schönsten, den linken Fuß außen am Bein aufzustellen. Und deine Arme können locker hinter deinen Kopf gehen. Die linke Hand auf den Bauch. Und hier den Atem zum einen zwar lenken, aber auch ganz bewusst spüren. Die Bewegung beobachten. Atme nochmal lange aus. Die Arme vor und den Kopf zur Mitte zurück. Und mit den Schultern zur Mitte und stell die Füße auf. Nochmal die natürlichen Wellen des Rückens wahrnehmen. Länge gern die Halswirbelsäule. Und jetzt nimm deinen linken Fuß vom Boden weg, flexe den Fuß und dreh das Bein aus. Dein Nadelöhr greift durch. Beim ersten Ausatmen kannst du hier die Schultern entspannen und dein Gesicht. Ja, einfach mal so für dich spüren. Bleibst du hier? Oder nimmst du ausatmend deine Beine noch mal ein bisschen näher zu dir heran? Ja, wir wollen das linke Knie von der linken Schulter nach vorne wegbewegen. Ja, so ein kleiner Abstand entsteht, sich die linke Hüfte öffnen kann. Dein Kiefer entspannt, dein Steißbein rollt zur Erde zurück. Und einatmen. Und jetzt hier langsam lösen. Streck deine Beine am Boden aus. Komm mit deinem Kopf nach rechts und mit den Fersen drück in deine Ellbogen, sodass die Wirbelsäule nach rechts geneigt werden kann. Und deine Variante vom liegenden Halbmond. Gerne mit dem rechten Fuß außen, deinem linken Arm hinterm Kopf. Und mit der rechten Hand auf deinem Bauch. Und hier den Atem spüren.
Jetzt für langsam den linken Arm vor, bring den Kopf zur Mitte zurück. Stell die Füße auf vor deinem Becken. Und dann bereite dich für deinen Schulterstand vor. Lauf mit den Schulterblättern etwas zum Becken. Und die Arme nah am Körper. Dein Kopf ist gerade. Dann kommst du in deine Kerze, deinen Schulterstand oder die Schnecke aus dem Yin-Yoga, so ein angedeuteter Pflug. So dass hier zum Beispiel deine Lendenwirbel, wenn hier viel Druck heute über den Tag war, viel gesessen bist, dann gern diese Variante. Gar nicht mit dem Ziel, die Füße zum Boden zu bringen, das kann deinen Nacken so ein bisschen stressen, sondern eher das Ziel, hier im unteren Rücken rund zu werden, dieses Gefühl für dich zu erzeugen. Und dann hier atmen. Im Ujjayi. Ganz für dich. Jetzt langsam die Knie Richtung Stirn. Roll dich ab und stell deine Füße auf. Ein Durchatmen. Die Handflächen zum Boden. Und setz dich auf deine Handrücken. Für den Fisch streck die Beine aus. Pointe die Füße, Ballerina-Füße, gestreckte Beine. Dann nimm die Unterarme Richtung unteren Rücken und leg den Kopf entspannt. Für dich entstehen, sodass deine Kehle frei werden kann. Zwei, dreimal auf diese Weise für dich atmen. Und dann nimm langsam dein Kinn zurück zum Brustbein. Bring deine Knie an die Brust, umarme deine Schienbeine. Und entspann die Schultern. Und bleib entweder so, schaukel dich ein bisschen. Und dann komme eine kleine Entspannung in die Rückenlage, in deinen Shavasana. Und lass einen angenehmen Abstand zwischen deinen Beinen. Lass ein bisschen Abstand zwischen deinen Armen. Und fühle, wie du mit deinem Hinterkopf liegst. Vielleicht möchtest du noch mal etwas verändern, damit du noch angenehmer und entspannter in dein Shavasana sinken kannst. Dann ändere es jetzt. Lass dich hier schwer werden, gern noch mit so einem tiefen Ausatmen, damit dein Körper hier entspannen kann.
Der Rücken wird schwer. Der Kopf wird schwer. Die Arme. Die Beine angenehm schwer werden lassen. Und so auch die Schwerkraft spüren. Vielleicht auch so ein bisschen angezogen fühlen von der Erde. Und hier ganz frei in deinen Körper hineinzusinken. Entspann dein Gesicht. Und nimm wahr, an welchem Punkt du deinen Atem spürst. Und nimm diesen Punkt als deinen Anker, um hier zu bleiben. Für einen ganz kleinen Moment loszulassen, um bei dir sein zu können. Und das Loslassen lässt uns ganz weit werden. Tauch in diese Weite ein. In die Weite deines Herzens. Die Weite des Geistes. Und dein innerstes Selbst. Genieße jetzt diesen Moment der Verbindung mit dir. Fühl deinen Atem. Und werde mit jedem Atemzug ein bisschen wacher. Und in dieser Wachheit mach dir bewusst, was für dich wichtig ist. Auf was du für dich achten möchtest. Und dann atme etwas stärker und bewege dich langsam wieder, um dich zu wecken. Und lass den Atem dann noch größer werden und beginne dich zu strecken. Atme noch einmal tief ein und aus. Und komm über die Seite zurück
zum Sitzen. Setz dich so hin, dass du mit deinem Becken geerdet bist und den Sitzfleisch ein bisschen zur Seite. Vereine Daumen und Zeigefinger. Reiß die Schultern ein bisschen zurück. Schließ die Augen. Und habe noch einen kleinen Moment, um in dich hineinzuspüren. Fühl, ob du noch weicher werden kannst in den Schultern. Wahr, wie du geerdet bist, aber auch in die Weite verbunden über die Krone des Kopfes. Und halte diesen Moment für dich fest, so wie du jetzt bist. Um dich anzunehmen, so wie du jetzt bist. Führe jetzt hier ganz langsam deine Hände in Anjali Mudra zum Herzen. Und erinnere dich an deinen Wunsch, an deine Absicht. Schenke diesem Wunsch all deine Energie der Praxis. Und mit Dankbarkeit in deinem Herzen für dich verneigst du dich vor deinem wahren Ich und vor allem Höheren. Namaste.